ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Kuku, das war nur ein Sommernachtstraum. Und zwar dein Sommernachtstraum. Ich bin nicht verliebt in dich. Kuku erfuhr von Alex eine bittere Wahrheit. Wo ist Tommy ist aufgeregt, weil Sophie wiederkommen wird. Sophie, wo bleibt sie denn? Haben Sie was gehört? Kommt etwas später. Thorsten hat vom Flughafen angerufen. Die können nicht direkt fliegen, weil mit dem Gepäck irgendwas länger dauert. Gut. Gut. Sophie! Na endlich! Komm schnell runter, die Tür ist schon zu. Ich habe nicht viel Zeit. Jetzt erzähl doch mal, wie war's denn? Warum bist du erst so spät gekommen? Wann seid ihr gelandet? Und erstmal ein schönes neues Jahr. Ach, Tommy. Jetzt komm erst mal mit hoch. Du musst dir unbedingt unsere neuen kleinen Esel zeigen. Im Tiergehege. Hey, schau mal. Das mit uns beiden hätte sowieso nicht geklappt. Hätte eine Menge Ärger gegeben, einen Erzieher und eine Schülerin. Ach so. Das ist der wahre Grund. Du bist so feige. Dein Job und deine Karriere sind dir wichtiger als deine Gefühle. Quatsch. Coco, lass uns Freunde bleiben. Freunde bleiben? Geh einfach. Coco ist... Hau ab! Jetzt, wo du schwimmen kannst, können wir endlich eine Tour mit dem Schlauchboot machen. Also im Frühling, wenn die Gähre aufgetaut ist. Du sag mal, magst du eigentlich Ballonfahrten? Tommy, ich muss dir was sagen. Ich bleibe nicht. Ach so, ja klar, deine Großeltern erwarten dich schon. Ich bring dich nach Hause. Auf Einstein. Was? Mama ist schwanger und das heißt... Ja was? Sie kriegt ein Kind, na und? Ich werd große Schwester. Mama braucht mich. In Nürnberg. Wo? In Nürnberg. Ja, aber warum hast du denn nie was davon gesagt? Thorsten hatte sich auch in Erfurt beworben und das sah so aus, als würde das klappen, aber... Vor ein paar Tagen, er hat den Job in Nürnberg bekommen. Ich wollte es dir selber sagen. Danke. Ich muss jetzt los. Morgen sehen wir uns. Ja, morgen. Und dann? Morgen Abend fahren wir. Was? Schon morgen? Bis morgen. Sophie, hallo. Hallo. Habt ihr euch gestritten? Nicht reinkommen? Und wie war's? Lass mich einfach in Ruhe. Oh, sorry. Gute Nacht. Du
Es war wirklich eine Hilfe, dass Sophie jetzt schon bei mir war. Wir hatten auch viel Freude an ihr, nicht, Heiner? Ja. Sie ist uns in der kurzen Zeit einfach ans Herz gewachsen. Wie ein richtiges Enkelchen. Ja. Aber ich will sie nie wieder so lange missen. Sie hier und wir da. Hi. Hi. Hallo. Na? Sag mal, hat Tommy schon geschlafen oder warum bist du so früh dran? Na, hat's geschmeckt? Oh ja. Endlich mal wieder echte Thüringer. Aber in Nürnberg gibt's auch leckere Würstchen. Die Dinger sind doch so klein, die kann man gar nicht essen, die kann man nur einatmen. Und? War Tommy sehr traurig? Ach, der wird das schon verkraften. Na, da bin ich mir nicht so sicher. So sehr, wie der sich auf dich gefreut hat. Mama, mach's ihr doch nicht unnötig schwer, bitte. Hey, guck mal, Erfurt-Nürnberg. Es gibt sogar eine Bahnverbindung mit nur einmal umsteigen. In Fulda oder Saalfeld. Dauert nicht mal 3 Stunden. Nürnberg ist doch nicht so weit weg wie der Jem. Sieh mal, Emma ist sogar in Indien. Aber zu Weihnachten war es, als wäre sie nie weg gewesen. Wenn man sich mag, dann sind doch die paar hundert Kilometer. Ist schon blöd. Das war ganz schön peinlich gestern. Für die Jungs. Für euch ja wohl genauso, oder? Aber mal abgesehen von der Spionagenummer. Was die Jungs da konstruiert haben, ist gar nicht so dumm. Vom Antrieb her. Wird nur nicht funktionieren. Leider. Ach, und warum nicht? Weil eure Rakete schlecht in der Luft liegt und einen viel zu großen Luftwiderstand bietet. Friedrich, morgen. Martin, morgen. Morgen. Frau Schneeberger, bitteschön. Tut mir leid, der ist ein bisschen liegen geblieben über die Feiertage. Dankeschön. Oh, wie cool! Das ist ja hammermäßig! Weißt du, was das ist? Ein Brief. Ein Radioreporter will mich interviewen. Das Mädchen, das als Nika auftritt und ganz normal in Erfurt in die Schule geht. Wow, und schon heute Nachmittag. Was? Ach, schon heute? Ich freue mich auf jeden Fall total für dich. Das habe ich nur dir zu verdanken. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist und beim Aussuchen geholfen hast. Ist doch klar. Ich will doch schließlich, dass mein Bruder gut aussieht. Ja. Außerdem hast du mit deinem dicken Bauch schon genug zu tragen. Hey, du, nicht so frech. Und dass ich dich in Nürnberg täglich Tüten trage. Ja, ja. Wirklich. Ich bin froh, dass du mitkommst, Sophie. Du bist mir eine große Hilfe. Ich weiß. Wir werden ganz viel Spaß zusammen haben, Mama. Du, ich und das Baby, hm? Ja, sicher. Alles okay, meine Süße? Hey. Du freust dich doch, oder? Und dann in den Ferien, dann kannst du immer Oma und Opa besuchen. Ah, Mama. Alles okay. Ist alles gut. Der Kleine will nur auf sich aufmerksam machen. Oh, hier. Komm mal her, gib mir mal deine Hand. Da unten. Spürst du's? Eine. Runter. Als ich damals die Farbe umgestoßen habe, das habe ich dir doch erzählt, da wäre ich am liebsten sofort abgehauen, weil Opa so sauer war. Und als ich abgehauen bin mit dem Boot, da bist du in den Fluss gesprungen, wo du nicht mal schwimmen konntest. Naja, jetzt kann ich's ja. Ja. Also. Hallo. Hallo. Na? So, mit Herrn Berger ist jetzt alles geklärt. Ja, und wir haben halt endlich die Zusage für die neue Schule in Nürnberg bekommen. Oh ja, hier halt ganz kurz. Ja. Mama, machst du uns mal bitte Kaffee? Ja. Sophie, die wird sich bestimmt da ganz schnell einleben und neue Freunde finden. Ich meine, sie ist ein ganz offenes Mädchen. Schon. Aber so ein Freund wie Tommy findet sich nicht so leicht. Sophie, bitte. Bitte, du musst bleiben.
Bitte bleib hier. Ich muss. Und ich will nach Nürnberg. Da sind Mama und das Baby. Und Thorsten. Die brauchen mich da. Ja. Hauptsache, die Familie ist zusammen. Also bei uns hatte Sophie auch Familie. Moment mal. Also nicht, dass ihr denkt, wir hätten sie nicht gerne hier bei uns, oder, Rainer? Ja, natürlich. Tja. Ja, wir dürfen eben jetzt alle nicht egoistisch sein, aber wenn es Sophies Entscheidung ist. Und bitte. Ich hätte gern ein belegtes Brötchen. Ja. Ja, aber kannst du nicht wenigstens, wenn du krank wärst, dann müsstest du hierbleiben und... Tommy, das geht doch nicht. Nur für ein paar Tage, bitte. Schön brauchst du, mein Süßer, hä? Soll ich nicht vielleicht doch lieber mitkommen? Nee, wir kommen schon klar. Stimmt's, Aini? Aber vielleicht könnten wir zwei ja mal ein bisschen quatschen. Was? Wieso denn? Nee, muss echt nicht sein. Gut, dann viel Spaß. Oh, und die Typen, die waren echt der Hammer, wirklich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ulala. Hey, Magda. Klar geht's mir gut. Was? Keine Ahnung, was Mary dir da erzählt hat. Oh, heute eröffnet so eine neue Bar in Erfurt. Das ist bestimmt der Hammer. Ja, ich sag doch, mir geht's super. Ja. Bis dann. Ciao. Hey, Coco. Hey. Kommst du heute Abend auch mit in die Stadt? Philipp, ab ins Tor. Brauch dich. Ja. Na klar komme ich mit. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Okay. Bis dann. Bis dann. Wohin denn? Ins Tor. Du kannst nicht. Los, zeig's ihm. Sophie, Mädchen, was machst du denn noch hier? Du solltest die restliche Zeit besser mit deinen Freunden verbringen. Ich bleib lieber noch ein bisschen. Weil dir der Abschied von Tommy schwerfällt. Ich kann ihm nicht Tschüss sagen. Kick mit der besten Musik. Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Jemand ganz Besonderen. Ihr kennt sie als Nika, die Stimme Erfurts. Und es ist kaum zu glauben, sie ist eine ganz normale, ganz sympathische Schülerin vom hiesigen Einstein-Gymnasium. Hi, Annika Schneeberger. Hallo. Schön, Annika, dass du heute bei uns bist. Nun, verrat uns doch mal, wie wurdest du zu Nika? Naja, ich habe einfach die ersten beiden Buchstaben weggelassen. Ah, macht sie doch ganz cool, was jetzt. Also auch noch. Jo. Klar, ja. Dass du früher singen wolltest. Und hast du eigentlich Unterricht genommen? Und wann hast du kapiert, dass Musik deine Zukunft ist? Bis jetzt eigentlich noch gar nicht. Ich nehme auch noch Unterricht, also Mathe, Physik, Deutsch. Ich gehe ja noch in die Schule, damit ich nicht komplett. Und bevor uns Annika verrät, wann sie den großen Durchbruch hatte, erstmal ihr Song. Ganz egal, was kommt. Manchmal fragst du dich, warum trifft es immer wieder mich? Hoffentlich erzählt sie jetzt nicht, wie ich hier die Nika-Perücke abgerissen habe. Pass auf, Annika. Also wenn die Musik zu Ende ist, ne? Dann frage ich dich das nochmal. Und dann bitte keine Jokes. Also was sagst du dann? Naja, am meisten hat mir meine Freundin Liz geholfen. Ich war mal total schüchtern. Nee, nicht diese wer mich glaubt Geschichten, das will heute keiner mehr hören. Heute sind die Stars angesagt, die es aus eigener Kraft geschafft haben. Und du willst doch einer sein, ne? Sag doch sowas wie, ich habe immer an mich selbst geglaubt.
an mein Talent, an meine Kraft. Okay? Starker Song. Und wie es darin so schön heißt, ganz egal, was kommt und wohin es führt, es macht sicher Sinn, dass es dir passiert. Annika, nun verrat uns doch, wie du es geschafft hast. Das war doch sicher kein Easygoing bis hierher, oder? Also, ich habe immer an mich selbst geglaubt, an meine Kraft und an mein Talent. Na, bist du immer noch hier? Na los, komm, wir gehen nach Hause. Du musst ja auch noch deine letzten Sachen einpacken. Weißt du was? Ich werde mit deiner Mama die Sachen einpacken. Elisabeth, ich wollte Sie wegen gestern... Tut mir leid, ich war ein bisschen stur. Und ich vielleicht ein bisschen zu gouvernantenhaft. Haben Sie denn mit Coco geredet? Ja. Und? Alles geklärt? Ich denke schon. Der geht schon wieder ganz gut. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Sind Sie da wirklich sicher? Ja, ich habe Sie gerade gesehen. Na gut. Na, Tavisea, ich hab dich überall gesucht. Hast du mich im Radio gehört? Wie war ich? Wie du warst? Großartig, hast du ja auch alles ganz alleine geschafft. Mensch, Liz, sei doch nicht sauer. Der Typ hat mir vorgeschrieben, was ich sagen soll. Ja, und dass Nika keine Freunde braucht und alles alleine schafft, klingt natürlich cooler. Du bist meine allerbeste Freundin. Ohne dich hätte ich nichts geschafft. Das weißt du doch ganz genau. Siehst du mir was vor? Klar. Das ist taktlos. Schaut weg und summt. Liebling kommt zurück. Eines der Lieder, die Mama gerne gesungen hat. Mama hat viele Lieder gesungen, aber immer nur die erste Zeile. Liebling, komm zurück. Liebling, komm zurück. Herr Pasulke. Ah, Sophie. Schön, dass du nochmal vorbeikommst. Tja, schade, dass du... Haben Sie Tommy gesehen? Tommy? Nee, den habe ich den ganzen Nachmittag nicht gesehen. Vielleicht ist er mit Tobias unterwegs. Oder nee, oben in seinem Zimmer. Vielen Dank, Herr Pasulke. Tja... Und auf Wiedersehen. Mach's gut, Sophie. Sie hat sich nicht mal mehr verabschiedet. Kann es sein, dass es ihr genauso schwer fällt? Dass es ihr genauso geht wie dir und sie sich deshalb nicht... Ja? Ich lasse euch dann mal allein. Tschüss, Sophie. Tschüss. Ich wollte noch mal Tschüss sagen. Na dann Tschüss und alles Gute in Nürnberg. Natürlich für dich und deine Familie. Und ganz besonders für deine Mutter mit ihrem Kind. Also, dein Brüderchen.
Tschüss. Scheiße. Was ist? Mit Einstein Gassi gehen? Sorry, ich habe keine Zeit. Hey, Süße, was ist denn? Was ist denn los? Sophie, tschüss sagen tut weh. Ja, klar. Aber du freust dich doch auch auf Nürnberg. Hm? Nein, ich freue mich gar nicht. Da gibt es kein Tommy und kein Einstein. Sophie, aber du hast dich doch selbst entschieden, mitzukommen. Ja, hab ich. Weil ich dich nicht allein lassen wollte und das Baby. Weil du immer gesagt hast, du freust dich so, dass ich mitkomme. Ja. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.